Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und begrüße euch ganz herzlich auf den Las Islas de las Trenes. Wir sind angekommen in der Staffel 7. Wir fangen jetzt damit an. Wir haben im Livestream vorgestern schon einen Blick auf die neue Karte geworfen. Wir befinden uns jetzt hier gerade auf der neuen Karte. Genau, so sieht es aus. Ich habe das Ganze so ein bisschen karibisch gedacht. Ich habe auch ganz viele Bäume noch draufgesetzt. Also wir haben jetzt ja ein Inselparadies. Endlich sind wir wieder tropisch. Und während ich da ganz viele Bäume draufgesetzt habe, ist mir irgendwie in den Kopf gekommen, das muss Spanisch sein. Wir haben jetzt also nicht deutschsprachig. Ich wollte eigentlich erst deutschsprachige Städte machen, aber nein, das muss jetzt irgendwie Spanisch sein. Ich habe sie alle umbenannt. Und im Stream haben sich schon einige Bürgermeister Städte gekrallt. Also einige sind schon vergeben. Es sind aber auch viele noch übrig. Also wer jetzt doch gerne Bürgermeister werden möchte, möge mir das doch in den Kommentaren einfach mitteilen, was für eine Stadt er ungefähr gerne hätte. Größer, kleiner, eher mittig, zentral oder eher auf irgendeiner Insel abgelegen. Und er sollte mir am besten auch noch einen Stadtnamen dazu geben, der sich Spanisch oder Karibisch anhört. Und dein eigener Nutzername sollte mit drin sein. Genau, zum Beispiel, wir haben Los Tigoroso, das gehört dem Tiger. Wir haben Numaco Monte Num, das gehört dem Num. Wir haben El Pueblo Sponsolino, das gehört der Sponsolino. Genau, so Sachen haben wir hier. Las Hojiblume de Gran Tropicana. Genau, so soll das sein. Isla Capitano, auch schon vergeben. Ja, Scaratuga. Gut, also wir sind hier auf dieser Insel. Ich habe ganz viel Wald drauf gemacht, weil ich unbedingt wollte, dass diese Hügel alle schön bewaldet sind, damit es tropisch-karibisch aussieht. Ich finde, die Karte ist sehr schön geworden. Hab ich jetzt auch noch mal lange hingesetzt und an den Industrien ein bisschen rumgefeilt. Ich habe es im Stream schon vorgestellt. Wir benutzen hier eine Mod, die heißt Extended Industries, wenn ich mich recht entsinne. Sie wird verlinkt unten. Die hat die ganzen Icons bzw. Produkte aus der Kampagne mit drin. Also sprich Fisch, Whisky, Fleisch, all das Zeug ist jetzt alles mit drin. Wir haben also erweiterte Industrien. Ich war erst ein bisschen schockiert. Oh je, oh je, oh je, wir brauchen ganz, ganz viel, um hier Waren herzustellen. Aber wenn man da jetzt halt drauf geht, das hat Honigblume zum Glück. War das Honigblume? Weiß ich nicht mehr. Das hat jemand zum Glück klargestellt. Wir brauchen nicht alle Produkte, um Waren herzustellen, sondern wir brauchen hier zum Beispiel Kunststoff und Bretter oder Kunststoff und Papier oder Kunststoff und Silber, um eben Waren herzustellen. Also, es macht das Ganze ein bisschen anspruchsvoller, beziehungsweise ein bisschen abwechslungsreicher. Hier haben wir die Lebensmittelfabrik. Wir brauchen entweder Fleisch oder Kaffee oder Alkohol, um zwei Mahlzeiten herzustellen. Genau. Ja, also wir müssen ein bisschen umdenken, aber das ist auch schön. Wir haben jetzt lang genug immer mit den gleichen Industrien gespielt. Wer möchte, kann sich die Map runterladen. Ich habe sie im Workshop zur Verfügung gestellt. Ja, wenn jetzt allerdings noch Namen mit dazukommen, neue Stadtnamen, dann wird das schon veraltet sein, was ihr auf Steam findet. Aber egal. Also die Karte gibt es jedenfalls, wer möchte, kann mitspielen. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich habe schon ein bisschen überlegt, was wir machen können. Wir haben auch zusammen schon im Stream überlegt, aber ich habe jetzt die Industrie noch ein bisschen umgestellt. Zum Beispiel die Fischereien auch direkt ans Ufer. Es ist vorgekommen, dass eine Fischerei hier mitten im Nichts saß, mitten auf der Landmasse. Und das ist natürlich nicht so sinnvoll. Ich habe geguckt, dass die Fischereien alle an den Seiten sind. Ich habe auch aufgepasst, dass jedes Grundprodukt mindestens dreimal, eher viermal oder fünfmal da ist. Holz brauchen wir, glaube ich, diesmal nicht so viel, deswegen ist es bloß dreimal da. Ansonsten, es sind genügend Grundprodukte da und ich habe sie auch versucht so zu verteilen, dass überall irgendwo was ist. Die Zwischenprodukte, zum Beispiel Fleisch, zum Beispiel Kühe und sowas, davon haben wir jeweils zwei. Und auch die Endprodukte davon haben wir, glaube ich, auch jeweils zwei oder sogar drei. Also ja, es ist so ein bisschen Zufall ist auch mit dabei. Also ja, ich habe jetzt mit der Mod noch nicht so viel Erfahrung. Aber es ist auf jeden Fall von allem was da und ich habe es auch halbwegs irgendwie verteilt auf der Karte. Gut. Als ich jetzt zuletzt drauf geschaut habe, habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht hier anfangen. Was habe ich mir gedacht? Wir haben hier Marmor. Achso, nicht erschrecken lassen. Manche von den Industrien haben noch alte Namen. Ich habe ja gesagt, ich habe die Karte erst auf Deutsch gemacht, mit deutschsprachigen Stadtnamen. Das habe ich dann im Nachhinein alles umbenannt. Aber die Industrien haben teilweise noch alte Namen, also nicht erschrecken. Also wir hatten hier Marmor. Wir haben hier bei Honigblume auf seiner Insel
eine Baudingsfabrik. Wir basteln einfach Marmor und Stein zu Baumaterialien. Allerdings fehlt jetzt hier Mist. Da fehlen ja Steine noch. Da hat jetzt wieder keiner dran gedacht, oder was? Wo soll man denn die Steine herbekommen hier oben? Gut, da muss ich neu denken. So, liebe Leute, ich habe jetzt ein bisschen rumüberlegt und geguckt und gemacht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir haben es im Stream schon gesehen. Wir könnten hier Getreide zu dieser Alkoholdestillerie bringen und von dort aus weiter den Alkohol hierhin zu dieser Lebensmittelfabrik. Da wird Alkohol in Lebensmittel umgewandelt und die Lebensmittel könnte man nach Los Tigoroso bringen. Ganz hundertprozentig glücklich bin ich damit nicht. Mehr, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich bin nicht ganz hundertprozentig glücklich damit. Wir lassen das, glaube ich, erstmal. Mir ist was anderes eingefallen. Und zwar haben wir hier die Ölsandmine. Was auch immer das sein soll, Ölsand. Wir kriegen hier Ölsand, könnten einen Hafen hinbauen, könnten hier das Zeug darüber packen, kriegen hier sogar ein Endprodukt raus, nämlich Treibstoff. Und den könnten wir dann vielleicht weiterbringen mit dem Schiff zu so einem Hafen hier hin. Und von dort aus weiter nach Puerto Montebec. Da könnten wir hin. Und dann fahren die Schiffe eben wieder weiter hierher zurück. Die machen so ein Dreieck. Das Schöne daran wäre eben, dass wir hier schon das erste Endprodukt bekommen. Ja, was mir noch nicht ganz klar ist, ich weiß ja nicht, welche Waren mit welchen Transportern transportiert werden. Also mit welchen Waggons zum Beispiel jetzt hier Sand transportiert werden würde. Ich nehme mal ein Schüttgut. Aber was ist mit dem Ölsand oder was ist mit Fisch? Naja, also ihr wisst schon, ich bin gespannt. Man weiß es nicht. Das werden wir sehen, sobald wir das erste Depot haben. Ja, liebe Leute, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt mit Staffel 7 weitermachen. Es wird mal wieder Zeit auf eine neue Karte. Bin gespannt, wie das wird. Habe ich irgendwas vergessen? Achso, wir spielen auf Mittel. Also mittlere Schwierigkeit. Die Karte ist sehr groß und quadratisch. Genau. Also ich würde sagen, wir machen das. Wir machen Schiffe. Haben wir überhaupt Schiffe? Was sind das? Tiere. Was? Fische. Nein! Ich brauche keine Fische. Achso, hier sind wir schon. Hier sind wir schon bei irgendwelchen Hotels. Ja, das werden wir brauchen. Liebe Leute, tropische Hotels. Wir werden hier mit Sicherheit ein bisschen Schönbau machen. Und so irgendwelche Tropenhotels irgendwo hinstellen. Also ich meine, wohin, wenn nicht hier? Also ist ganz klar. So, was brauchen wir denn hier? Sehr schön. Gut, also. Werft. War nicht mal irgendwo hin, wo es nicht so sehr auffällt, dass sie da ist. Es ist halt alles so paradiesisch hier. So. Muss die snappen? Nee, die muss nicht snappen. Die ist ja egal, wo die ist eigentlich. Kann sie auch hier in die Bucht reinpacken. Oder hier hin. Ich will ja keine schönen Strände zerstören. 62.000 ist ja gar nichts. So, also, was haben wir denn hier? Transportiert alles, ja, das ist ja einfach. Transportiert im Prinzip auch alles, glaube ich. Und transportiert nur Öl, gut. Da würde ich sagen, oh Gott, 22 km/h. Wir sind im Jahr 1850 übrigens. Es wurde abgestimmt. Ich habe eine Abstimmung gemacht, wann wir anfangen sollen. Und mit größter Mehrheit, also wirklich große, große Mehrheit, haben dafür abgestimmt, dass wir 1850 anfangen, nicht erst später. Deswegen sind wir jetzt so früh dran. Okay, also, Kapazität 70? Kapazität 70. Hä? Der fährt schneller, hat gleiche Kapazität, transportiert alles. Der wiegt mehr, hat mehr PS. Wow, die Rigi daneben. Rigi, das kann man nehmen. Ja, na gut, da brauchen wir einen Hafen. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir jetzt hier sind und wieder neu anfangen. Ach, das ist toll. So. Verbindungsweise reicht es da, glaube ich, aber hier so eine ganz einfache Fußgängerstraße im Prinzip machen. Oder? Ja, klar.
Das reicht. Ah, was machst du da? Sieht unmöglich aus. Ach, und elektrische Straßenlaternen haben wir auch. Na gut, gut zu wissen. So. Also, Verbindung besteht. Wunderbar. Moment mal, habe ich eigentlich Schulden? Darlehen! Oh, das ist ja schrecklich. Ich habe ja ein Darlehen. Ja gut, das muss er dann abzahlen irgendwann. Der braucht hier noch einen Hafen. Ah, ich freue mich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich freue mich sehr. Hier. Nein, wir machen das so, dass es direkt darüber reicht. Dass er nicht irgendwelche Kutschen noch darüber fahren lassen muss. Ach Gott. Ah, das wird richtig schön hier, glaube ich. Ich glaube, das wird reichen. Okay. Ja, wunderbar. Da kannst du eigentlich schon losgehen. Ich denke, wir lassen das erste Schiff schon mal raus. Die Rigi, haben wir gesagt. Traditionell muss das Schiff Titanic heißen. Wir haben jetzt hier so ein bisschen das Piraten- und Bananenrepublik-Thema irgendwie. Thema Korruption war schon auch ein Thema im Stream. Deswegen müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir so Black Pearl-Geschichten hier und sowas namensmäßig. Ach, ich freue mich. Ach, ich freue mich. So, jetzt hockt er da noch im Depot. Erste Linie, liebe Leute. Erste Linie. So. Erstes Schiff. Erstes Fahrzeug. Erste Tage im Jahr 1850. Ja, die letzten Let's Plays. Ich glaube, ich habe noch nie im Let's Play auf YouTube um 1850 angefangen. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich. Oh, was ist passiert hier? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe immer etwas später angefangen, weil ich normalerweise das Gefühl hatte, dass niemand es mag, wenn wir so früh anfangen. Da fährt das erste Schiff lang. Dampfschiff. Ja, fein machst du das. Hinten steht ein Kapitän. Il Capitano! El Capitano! Schwarze Flagge hissen und los geht's. So, wo sind wir denn? Ach, da geht's schon los. Da geht's schon los! Ach, ist das schön. Ich freue mich. So, also das Schiff fährt eigentlich falsch. Schau mal, du fährst in die falsche Richtung, mein Freund. Dreh mal um. Ah! Er spricht zu mir. Ölsandlinie. Ölsand. Treibstoff. So, erste Linie. Das muss eigentlich orange sein. Bei mir sind die Öllinien immer orange gewesen. Ach, jetzt kommen die ganzen Tipps wieder. Ach, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Ich freue mich sehr. Achso, hier kommt übrigens auch Sand bei raus. Was machen wir mit dem Sand? Den können wir in Baumaterial umwandeln. Ach, ach komm, sag bloß, ist ja geil. Dieses Ding hier wird also das Fertigprodukt Treibstoff herstellen. Das bringen wir nach Puerto Montebec. Und Sand, und das können wir eigentlich gleich weiterverwerten für da drüben irgendwie. Müssen wir überlegen, ob wir da eine Eisenbahn bauen oder so. Ach, ist das schön. Ach, ich freue mich so. Gut, also wir müssen hier noch, auch noch einen Hafen dazwischen machen. Hier soll das Schiff auch noch anhalten. Für da oben. Oh, hier hätten wir auch übrigens Rohöl und eine Raffinerie. Was machen wir mit dem Öl? Irgendwann in Plastik umwandeln oder was? Weiß ich nicht. Ist egal jetzt. Hier, in diese Piratenbucht jedenfalls gehört noch ein weiterer Hafen. So. Da müssen wir auch eine richtige Straße noch bauen. Wenn ich das jetzt glätte, bin ich wahrscheinlich pleite, oder?
Dann lass er das lieber. Ich will nicht pleite sein. Ja, das war damit Kutschen, würde ich sagen, hier. Jetzt mal gucken, ob wir da runterkommen. Ja, klar. Ach. Ah, das ist doch schön. Gut. Oh Freude, oh Freude. Ja, das Schiff. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen schneller. Sonst sehen wir heute nichts mehr. Das Schiff wird eine Weile brauchen. Hier liegt schon Zeugs. Oh, und wie viel da liegt. Ja, komm, wir holen uns gleich den nächsten. Sonst kommen wir hier zu gar nichts. Wir wollen natürlich auch Geld verdienen, dafür sind wir hier. So. Der fährt erst da runter, von mir aus. Dann haben sie einen Gegentakt. Wir holen uns, glaube ich, gleich noch einen dritten, vierten. Wir ballern, glaube ich, das richtig raus, weil wir brauchen das. Allerdings brauchen wir auch das. Wir brauchen ja jemanden, der das Zeug dann da oben zu den Leuten dahin bringt. So wahnsinnig wichtig ist das eigentlich nicht. Unser Geld machen wir eigentlich ja dadurch, dass wir das hin und her bringen. Das ist so ein bisschen schade, weil das Schiff fällt zur Hälfte leer fährt. Das fährt auf in eine Richtung voll. Das gibt uns ganz gut Geld, aber schöner wäre es, wenn es auch zurück voll wäre. Und das tut er halt nicht. Deswegen würde ich sagen, auch zurück dieses Ding hier. Deswegen brauchen wir das. Also. Los! Noch nichts transportiert. Ach, das ist immer aufregend, so eine neue Staffel. Am Anfang haben wir gar nichts. Und das, ach, das ist einfach immer aufregend. Kollision? Hör auf! Hier oben reicht's noch. Moment mal, was machst du denn? Tante! Oh, ich hab's verbockt hier. So wollte ich es haben. Okay. Also, da holen wir ein paar Kutschen drauf. Ein sehr geringer Bedarf ist es hier, aber ist egal. Ach, ich freue mich so. Ich freue mich so. Mach. Können es kaum erwarten. Jetzt will er gleich zweimal. Gut. Monte weg. Treibstoff. Also, da brauchen wir noch ein Straßenfahrzeugdepot. Nicht direkt, ist auf euch gelernt, nicht direkt in die Hauptstraße, sonst wird da wieder eine Ampel gebaut und Also, Kutschen. Vier Kapazität. Ja, dann machen wir vielleicht mal ein paar, oder? So. Okay. Das restliche Geld, glaube ich, geben wir für. Gott, ist der beladen hier? Der ist beladen. Der ist beladen. Das restliche Geld geben wir für Schiffe aus. Wir kaufen gerade mal noch einen. So, wo wir da hin? El Seibo Hafen. Nein! Falsche Richtung. Trottel. So. Liebe Leute, das erste Geld wird ankommen. Oh! Ah! Ich muss ja die Linie noch einstellen. Wir müssen denen ja noch sagen, dass die jetzt da hoch sollen. Der Trottel. So. Und wenn der jetzt, den dreht er jetzt um? Nee.
Hey! Jetzt. Ja, der Ort wird auch bei sein hier, wenn das erste Geld eintrudelt. Der will einfach nicht. Doch. Was zur Hölle macht denn der? Ja, okay. Ich glaube, er wusste es nicht genau. Da kommt schon der nächste mit Ölsand. Aber nicht untergehen und meine wunderschöne Karibik hier versauen. Hammer. Geld, Geld. Wie viel wird das geben? Wie viel wird das geben? 100.000 vielleicht? Wow! Wow! Und der erste Treibstoff ist schon da. Ach, das ist ja der Hammer hier. Ach, ist das toll. Schön. So, noch eins. Wir können nicht genug davon haben. Titanic 4. Ach, wenn ich bedenke, so ab Mitte einer Staffel oder wahrscheinlich schon viel früher, ballert man einfach irgendwelche neuen Fahrzeuge auf die Strecke und denkt sich, ja, boah. Aber man freut sich nicht mehr so über die einzelnen. Man hat überhaupt keinen Blick mehr auf die einzelnen Linien. Man freut sich nicht mehr so sehr wie ich jetzt hier und guckt, dass das hier alles funktioniert. Ach, das ist schön. Sind sie hier alle? Aber ihr fahrt doch nicht in die gleiche Richtung, oder? Nee, das passt. Dieses Umwandlungsfeld ist 2 zu 1. Ugh. Wie höchst unerfreulich. Geldmäßig. Stehen wir ja nicht so wahnsinnig gut da. Ich glaube, wir brauchen noch ein Schiff. Das muss alles schneller gehen. Es ist genug da. Ach, da kann bis zu 600 rausballern. Hey. Okay. Da kommt das nächste Geld an. 430.000. Oh, es ist schön. Na, es ist jetzt die Hälfte voll. Der erste Treibstoff ist fertig, kommt darüber. Jetzt klonen die nochmal. Mehr Geld für mich. So, ich weiß ja nicht, wo hier irgendwo mal eine Hauptstadt sein wird. Wo unser Dreh- und Angelpunkt sein wird. Ich habe wieder diese Stadtmod aktiv. Nicht die natürliche Stadtwachstum-Mod, die dafür sorgt, dass alle Städte groß werden. Sondern die ich auch letztes Mal hatte. Dass keine, oder das Gebäude, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht modernisiert werden. Die bleiben also immer alt. Sie steigen im Level auf, aber sie bleiben immer alt. Das heißt, sie können nicht so groß werden. Das heißt, es werden eher mehr Häuser gebaut. Das heißt, es wird in der Fläche. Die Städte gehen in der Fläche nach außen anscheinend. Also es ist auch schon so eine Art Stadtwachstumsmod, aber es ist nicht die, die Städte so richtig wuchern. So, 5 Schiffe sind unterwegs. Wo fährst du hin? Das ist neue. Ja, das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis sich das hier so ein bisschen eingependelt hat. Macht insgesamt Gewinne, das ist ja schon mal gut. Ach, mein Gott, das ist aber auch einfach schön. Hier. Also man kann sagen, was man will, aber diese tropische Karte, das ist ihnen sowas von gut gelungen. Gab's da nicht immer Wellen irgendwie am Strand? Dass so richtige Wellen drauf rollen. Na gut, oh. 124.000? Na ja, gut. Besser als nix, würde ich sagen. So, jetzt landet das Zeug hier. Die Kutschen freuen sich. Ach, Mensch. Und dann, die Leute freuen sich auch, dass die jetzt Treibstoff bekommen. Ach Gott, das ist schön. Liebe Leute.
Schön. Gut. Das wirst du jetzt eine Weile weiter fahren lassen. Vielleicht noch weitere Schiffe holen. Oh Gott. Wo ist mein Geld hin? Ja, das kommt ja ganz gut Nachschub. Müssen halt gucken, dass wir noch mehr Treibstoff woanders hin liefern. Vielleicht hier unten hin. Die hier können auch Treibstoff gebrauchen. Vielleicht eine weitere Schiffslinie. Die Stadt ist auch relativ groß, verhältnismäßig. Ja, es geht. Vielleicht eine weitere Schiffslinie, die eben Treibstoff von hier abholt und da runterbringt. Aber hier der Bedarf wird, glaube ich, relativ schnell gedeckt sein, denke ich mal. Kommen die ersten schon an? So langsam müsste der erste Treibstoff. Ach, da kommt er. Oh. Jetzt. Das war der erste Treibstoff. Gut, vielleicht wird das die Stadt, die am Ende am größten ist, weil die am frühesten Waren abbekommen hat. Ja, Sand müsste ja da auch noch theoretisch bei rumkommen. Wir müssen ihn bloß abholen. Ein wunderschönes Verhältnis, 1 zu 1, hätten wir dann da. Würde sich sogar ganz gut anbieten, weil wir könnten Sand nehmen, durch El Seibo durchbringen und wieder mit zurücknehmen hier und dort ablagern. Ist nur die Frage, machen wir das mit Kutschen? Ich denke, das lohnt sich fast noch nicht, hier eine Zugstrecke zu bauen. Was meint ihr? Wie würdet ihr jetzt weitermachen hier? Nee, eine Zugstrecke, glaube ich, lassen wir lieber. Sinnvoller wäre es, wir würden das Zeug, was wir sowieso bekommen, nämlich den Sand, nehmen und mit einigen Kutschen, glaube ich, darüber und wieder zurück. So, würde ich sagen, machen wir das. Da drüben muss das hin. Ich überlege, wie wir durch die Stadt kommen am besten, auch schon mal im Hinblick auf später. Vielleicht brauchen wir so eine Art Umgehungsstraße. Hier ist schon einiges los. Hui, hier ist schon einiges los. So. Da kommen die von hier. Fahren hier durch. Ihr müsst ein Haus leider abreißen. Zwei Häuser. Hat das gekostet. Ja, das wollte ich so eigentlich nicht. Warum das? Ah, oh, wer hat Geld für sowas? Alles fatal, echt. Unfassbar. Na gut, jetzt haben wir das gemacht. Wir können uns auch ein weiteres Schiff leisten, denke ich. Ja, hier kommt doch ganz gut Geld bei rum. Also das hat geklappt hier. Aber ich denke, wir brauchen noch eins. Mehr davon! So. Gut, also wir brauchen erstmal eine Straße. Ich glaube, wir machen erstmal die Straße. Was haben wir denn hier für eine Landschaft? Flachlandschaft. Wunderbar. Hier können wir einfach darüber düsen. Da bauen wir, glaube ich, so ein normales Dings hin. Bisschen länger, natürlich. 177.000. Sind die verrückt, ey? Da ist er verrückt! Mal hinten noch einen Ausgang hin. Und bauen jetzt hier eine Straße rüber von hier. Durch den Dschungel. Gut. Zwei Plattformen. Eine Plattform noch.
Kollision! Warum? Na, hier macht das. Vielleicht ein bisschen länger machen, das Ding. So. Oh Gott, ich habe das vorhin gar nicht angeschaut, wie das denn aussehen soll. Hier wird Sand fertiggestellt. Der braucht auch keinen Asphalt, oder? Nehmen wir irgendwie so einen Kieselboden. Kies. Randstein. Was hat man hier? Ist schon überlastet. Ah, jetzt aber. Ach komm, sag bloß, wir können das nicht nachträglich ändern. Echt? Ich bin enttäuscht! So ein Scheiß! Ich glaube auch, dass die hier überfordert sind. Vielleicht brauchen wir mehr davon. Der Kloni zur Sicherheit von alle. Halt, stopp mal. Ich wollte mir angucken, wie das hier genau aussieht. Das ist Treibstoff, das kann am Boden stehen. Junge. Okay. Gut. Ja, liebe Leute, das klappt doch gut hier. Neue Linie. Von hier dahin und auf dem Rückweg dann hier vorbei. Genau. Sand. Siegel. Okay. Okay, also rein theoretisch müsste jetzt hier. Ach, da geht's schon los. Rein theoretisch ist ja der Wahnsinn. Es geht schon los. Ich bin begeistert. Wir haben sogar ziemlich viel im Lager. Da kommt gar nicht hinterher, das alles abzubauen anscheinend. Freut mich sehr. Ja, stell dich nicht so an. Du kannst doch jederzeit hier upgraden. Macht er wohl auch, sobald wir hier erstmal den Transport in Ordnung bekommen. Oh, jetzt haben wir vielleicht doch vielleicht ein bisschen viele. Das schauen wir uns nächstes Mal an. Boah, jetzt trudeln sie aber ein hier. Die werden schon gar nicht mehr voll! Mist, ich glaube, wir sollten vielleicht mal wieder eins in eine andere Richtung schicken irgendwie. Das hier fährt mit 28 beladen. Das ist natürlich nicht so geil. Wir haben hier eine Rate von 205. Der hat eine Rate von 200 aktuell. Los! Baller raus! Das muss schneller gehen. Ich hasse das. Ja, das ist unerfreulich, dass da. Dass der mit nur 28 verladen fährt. Ja, aber das wird. Ich denke mal, das wird kommen. Jetzt ist es schon überladen. Ja, also an sich ist die Rate gut hier von dieser Linie. Es hat halt hier anscheinend nur blöd gepasst. Vielleicht folgen die sich zu dicht aufeinander. Ich glaube, ich sagte mal, also erstmal in eine andere Richtung fahren. Rator Major. Ja, mal ein bisschen durcheinander bringen. Am Ende muss es halt alles gleichmäßig sein. Dann passt das auch, denke ich. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das sieht schon mal wirklich gut aus für den Anfang. Nächstes Mal gucken wir, wie wir weitermachen. Ich denke, das hier mit dem Sand ist auch eine schöne Sache. Sind die alle beladen hier? Jawohl. Ja, sehr schön. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr kaufen. Mein Gott, ich kann mich gar nicht retten vor lauter Geld. Und dann müssen wir uns so langsam dann Gedanken machen, wo wir eine erste Eisenbahnverbindung vielleicht bauen wollen.
Ja, das machen wir nächstes Mal. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die neue Staffel. Und wie gesagt, wer möchte, kann sich die Karte runterladen und selber ein bisschen herumprobieren. Und ja, haut es mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Immer her damit. Und wer mitmachen möchte, sagt einfach Bescheid. Also, macht's gut. Bis dann, eure Lucita. Tschüss.